Ja, Borussen Bernie, ja mein alter Lachs, ich freue mich wie Bolle. 2024, zum ersten Mal in den Tempel, ja, hör mal, wisst ihr noch, als kleine Blagen, wenn die Kirmes ins Dorf kam und es roch nach Zuckerwatte, nach gebrannten Mandeln und der Autoscooter wurde aufgebaut und da konnte man endlich drauf, ja, jetzt ist es soweit. Sonntag 17:30 Uhr, Straßenspiel, Strobelallee 50, gegen Kastrupper Straße 145. Ha, hör mal, Derby wird das nie sein, solange wie die Grönemeyer Pörler da in der beleuchteten Kloschüssel bei Paragraph 1 da ihre Geburtstage feiern. Ha, richtig traurige Geburtstage, hör mal, die Fanfreundschaft, ja, die macht genauso viel Sinn, als würde so ein Grönlandhai mit einer Seerobbe ins Freibad Hestad gehen. Unfassbar, Sachen gibt's, ey. Hör mal, aber was mir richtig auf die Stolperstulle geht, ja, das ist diese Sonntagabendbolzerei. Hör mal, sonntags leckt man die Wunden von samstags. Sonntags nimmt man sich noch ein Konterbierchen, 3 Aspirin, 2 Rollmöpse, volle Pulle in den Balch rein und dann geht man den Erpel mit Brot am Harkortsee füttern. Das reicht, Mensch. Aber der Sohn kriegt sonntags nur das Sofa voll vor der Nordmendewumme, wenn Borussia kickt. Ist so. So, jetzt kommt Bochum ins schönste Stadion der Welt. Die schleichen da irgendwo auf Platz 14 rum. Und den, ihr bester Bolzer da, wie heißt hier der Toyota-Fahrer hier? Taco Asano oder so, ja? Der ist nicht dabei. Und damit 2024 endlich weniger humpeln, gibt's am Sonntag unter Flutlicht vor 81.365 Borussen nur eins, aber wirklich nur eins. Sancho Pancho, scharfe Aioli auf den Oberschenkel. Von Anfang an Schnüppchen Reus Reus daneben und Martina Mukuku und Fülle Füllkrug. Die sollen knobeln, wer die Pucke in der Mitte da reinflext. Ist doch scheißegal, Mensch. Suchstoff Süle, eine Woche Weight Watchers, auch fit. Benze Babini, warte nach dem Ausscheiden beim Afrika-Cup. Immer noch, dass jemand ihn vom Flughafen abholt. Ja, Benze, lass dir Zeit. Besuch noch ein paar Verwandte. Denn links, da haben wir den Matze. 35 km/h schnell. Den fliegenden Welpen. Den schnellsten Leiharbeiter Europas. Entenpelle, die Wumme. So, IT und alle Co-Trainer. Und das sind einige. Stuttgart und Limonade Leipzig. Die haben einen richtigen Fersensporn im Moment im Hof. Also lass uns langsam, ganz langsam, den Kanickelfangschlag, lass uns ansetzen. Wir müssen auf 3 klettern. Hör mal, wir brauchen nächste Saison den Knatters, Kloppers, Knapp oder wie er heißt da. Sonst wird eng mit der Stromrechnung an der Rasenheizung. Und das Bier in der Glatze wird wahrscheinlich auch noch teurer. Dann brauchen wir noch mehr Strohhalme wie am Ballermann. So, Borussen, jetzt Sonntag, ja? Die Sonntagsroulade, volle Pulle in die Plauze, 2 Bier, auch noch Trupp zum Runterrutschen in die Speiseröhre, ja? Und dann geht's zum Westfalenstadion. Und da gibt's nur eins, aber wirklich nur eins am Sonntag. Nur der BVB, aber nur der BVB.